Die es noch einmal versucht, aber Lafleur Skerma hat hier nach wie vor die Antwort. Louis Monelli kommt jetzt noch einmal auf Tore. Lafleur Skerma mit dem letzten Schritt wahrscheinlich noch vorbei. Gewinnt gegen Lafleur Skerma. Leiter dann Drapiol und Kelsenstar auf den weiteren Plätzen. 11-0, die letzte Zwischenzeit. Die Schwester ist die beste, die man hat. Ja, absolut. Wie gesagt, ich habe es immer so gesagt, dass ich nicht weiß, wie er rechts umgeht. Und lange bin ich das sehr gut vorbereitet hatte damals. Wie gesagt, ich denke, dass er noch ein bisschen besser ist, rechts zu gehen. Aber das hat uns halt das Ding. Also du hast genau das bewiesen, was ich immer sage. Du bist als Rennfahrer eigentlich ein Genie. Manchmal leider ein paar Aussätze, das passiert schon mal nach guten Tagen in München schon unterhalten, aber als Rennfahrer bist du wirklich grandios. Ja, ich muss sagen, der Björn, das ganze Team und auch die Besitzer der Stelle, Baustelle mich. Ja, ich bin mich lieben. Björn, ist das so? Ich kann nicht vorstellen, dass wir sie hier nicht vorstellen. Alexander Kelm, zweiter wurde die 4 Lafleur Skerma mit Rob de Vlieger und dritte die 2 Drapiol mit Jochen Holzschuh. 10-4-2, vierter die 6 Caitlin Star, fünfter die 5 Prinz New York und sechster wurde die 1 Malatakuda. Siegzeit von Louis Monami als 16-6. Der Richter sagte hier Kampf als Eindruck zum Sieg. Die Abstände waren ein Kopf. 2 Längen, 1 Länge, 7 Längen und 1 Länge. Und noch einmal die Info dazu, dass es aber Suki, der 7 Amaxa, ein das 6. Rennholger, starke Vorstellung. Ja, das war wirklich eine der Maxa-Ziel. Von Louis Monami, der ja wirklich nur auf der linken Leine ging, der im Rechtskurs dann die Mühe hatte, aber in der Startphase nicht auf die Beine fand, die dann zum Schluss dann noch drüber weggelaufen ist. Wir haben noch ein Jahr, oder? Ja, da kommt ja auch.